So, liebe Freunde, wir sind übers Wochenende nach Stettin gefahren. Das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen wollen wir gerne Weihnachtsgeschenke kaufen, zum anderen wollen wir dieses super leckere polnische Essen genießen. Wir sind im Radisson Stettin untergekommen, das auch schon zum zweiten Mal. Und weil wir das Hotel so toll finden, möchten wir gerne mit euch unsere Eindrücke teilen und euch einfach mal hier ein bisschen rumführen im Radisson Stettin. Vielleicht ist es auch was für euch, vielleicht fahrt ihr mal hin. Im Vergleich zu anderen polnischen Städten wie Krakau, Danzig oder auch Warschau gefällt uns Stettin als Stadt nicht ganz so gut. Aber da es relativ dicht an der Grenze liegt, kann man doch einfach mal übers Wochenende hierher kommen. Das Hotel liegt super zentral im Zentrum von Stettin. Fußläufig ist alles erreichbar. Wie gesagt, wir sind zum Shopping hierher gekommen. Es gibt zwei große Einkaufszentren. Einmal das Galaxy Einkaufszentrum. Das ist keine 300 Meter vom Hotel entfernt. Dann gibt es noch das Galeria Cascada Einkaufszentrum. Auch das ist fußläufig in 500 Metern erreichbar. Und wenn man da noch ein bisschen Stettin angucken will, gibt es unten am Ufer an der Promenade ganz tolle Cafés, ganz tolle Häuser, ein bisschen so die Altstadt von Stettin. Auch da ist es kein Kilometer, also fußläufig alles sehr gut erreichbar. Wenn man das Hotel betritt, kommt man zunächst in die Lobby. Sie hat so ein bisschen Atriumcharakter, man kann vom ersten Stockwerk aus auch nochmal runtergucken. Jetzt in der Vorweihnachtszeit sehen wir den tollen Weihnachtsbaum, super geschmückt, schön blau beleuchtet. Im Hintergrund dann den Rezeptionsbereich. Etwas weiter dahinter gibt es eine Tagesbar, wo man den ganzen Tag über Getränke bekommen kann, auch kleine Snacks. Das Restaurant Europa ist etwas weiter hinten durch. Dort gibt es dann auch jeden Morgen das Frühstücksbuffet. Und dieses Frühstücksbuffet hat uns wirklich fasziniert. Es gibt alles an Speisen, was man sich vorstellen kann. Was es auf dem Buffet dann nicht gibt, kann man sich in der Küche direkt bestellen. Auch beim Frühstücksbuffet sind es dann die Details, die wirklich den Unterschied ausmachen. Das Personal ist super freundlich, die Speisen sind hervorragend präsentiert. Ihr seht es jetzt gerade im Hintergrund, alles schön angerichtet. Es gibt von allem etwas, man muss nur einmal um das Buffet rumgehen und wird sicherlich was finden. Wenn ihr tagsüber im Hotel noch einen tollen Ausblick genießen wollt, dann könnt ihr ein paar Meter über die Straße gehen und ihr habt einen super Blick über ganz Stettin. Man kann einmal wie bei so einem Fernsehturm oben rumgehen, kann in alle Himmelsrichtungen gucken und nebenbei auch noch einen Kaffee, Kuchen oder sonstige Getränke genießen. Für den Abend haben wir uns für die Copernicus Bar entschieden. Auch da gibt es gleich noch ein paar Eindrücke. Die Copernicus Bar ist etwas stilvoller, eleganter gehalten. Abends gibt es oft Live-Musik. Piano, Jazz, alles dabei, mitunter dann auch wirklich bekannte Musiker aus der Szene. Hi, ich freue mich auf den 11. Stock, auf meinen Drink in der Copernicus Bar. So, unser Fazit von der Copernicus Bar, es war etwas laute Musik, ansonsten war es ganz gut mit einem 270-Grad-Blick über Stettin. Die Getränkepreise waren okay. Für ein großes Bier habe ich 4 Euro bezahlt. Alles in allem ist es okay. Es wird nicht meine Lieblingsbar, aber man kann dort gut mal hingehen, um ja, ein Bier zu trinken oder eine heiße Schokolade. Es ist in Ordnung. Wir haben uns dieses Mal für das Business-Class-Zimmer entschieden, nachdem wir letztes Mal das Standard-Doppelzimmer hatten. Also wir waren ja letztes Mal schon zufrieden mit dem Standardzimmer. Es war groß, es war geräumig, es war immer sauber. Und dieses Mal im Business-Class-Zimmer waren wir wirklich total begeistert. Man kommt rein in so einen kleinen Flur, links geht's zum Badezimmer, rechts geht's ins Schlafzimmer rein. Die Farben waren toll, die Möbel waren super. Auf dem Bett lagen dann gleich Bademantel, Badelatschen und 3 Schokoladen auf jeder Bettseite. Auch das war eine tolle Geste des Hotels. Wenn man sich im Zimmer ein bisschen umgeguckt hat, es gab eine Espressomaschine mit täglich 9 Nespresso-Kapseln. Es gab viel Stauraum, wir hatten mehrere Schränke, wo man gut seine Sachen unterbringen konnte. Es gab eine tolle Sitzecke mit Leder-Lounge-Möbeln, dazwischen ein kleiner Tisch. Also man konnte hier wirklich gut seine Zeit verbringen, auch mal einfach einen Kaffee trinken, ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir waren wirklich sehr zufrieden, auch mit dem Ausblick des Fenster einmal zum Parkplatz raus. Das war nicht weiter schlimm. Wir waren im 6. Stock. Man konnte schön Richtung Stadt gucken, hatte morgens beim Aufwachen toll die Sonne, die wirklich direkt ins Zimmer reinschien und man hat sich einfach wohlgefühlt von Anfang bis Ende. Das Hotel bietet auch noch einen Wellnessbereich mit einem Pool. Auch allerdings einziges Manko, man kriegt einen Gutschein für eine Wellnessbenutzung für seinen Aufenthalt. Das heißt, wenn ihr etwas länger da seid, müsst ihr gegebenenfalls beim zweiten Wellnessbereich Besuch dann extra zahlen. Die Preise haben wir uns nicht angeguckt, aber ich denke mal, es sind normale Tagespreise für polnische Verhältnisse und somit dann auch deutlich günstiger als in Deutschland. Was ich euch jetzt gleich noch zeigen möchte, sind die beiden Einkaufszentren. Wie gesagt, wir waren zum Weihnachtsshopping hier. Beides zwei tolle Einkaufszentren, viele Shops, ganz viele Möglichkeiten. Man hat sich auch da wohl gefühlt. Es gab was zum Essen, es gab zu trinken, es gab tolle Weihnachtsstände.
vorweihnachtliche Dekoration in der ganzen Stadt. Und im Anschluss sind wir essen gegangen in einem polnischen Restaurant. Auch da nehmen wir euch mit hin und zeigen euch da nochmal die Gerichte. Wir waren mit allem sehr zufrieden. Es war wirklich ein toller Kurzaufenthalt hier in Stettin. Das Hotelpersonal super freundlich, super nett, hat einem jeden Wunsch erfüllt. Und wir werden definitiv wiederkommen ins Radisson Blue nach Stettin. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt zum Abendessen. So, die freundliche Dame an der Rezeption hat es jetzt möglich gemacht für uns, dass wir um 21.30 Uhr einen Platz in einem tollen polnischen Restaurant bekommen haben. Wir werden gleich mal gucken, wie das Essen dann da schmeckt. Das Restaurant ist tatsächlich richtig empfehlenswert. Wir haben super lecker gegessen. Wir haben eine freundliche Bedienung gehabt, die sogar ein bisschen Deutsch konnte. Für den Preis, wie gesagt, 5 Euro für einen Teller Pierogi, ist es ein bisschen teurer als gestern in der Pierogeria. Ich werde euch das oben nochmal verlinken. Aber alles in allem wirklich super Preis, super Restaurant. Wir können es wirklich empfehlen und ich werde euch unten gleich nochmal die Wegbeschreibung einblenden und ja, hoffe, dass auch ihr das Restaurant gut findet. Wir sind im Shopping Center Galaxy angekommen, ein tolles dreistöckiges Shopping Center mit einem Atrium. Viele Shops, sehr sauber, sehr ordentlich, sehr aufgeräumt, alles von uns eine klare Empfehlung. Geil ist denn diese Idee bitte. Hier gibt es Tiefkühlprodukte einzeln. Du nimmst sie dir dann raus, kannst sie selber in der gewünschten Größe abpacken und dann einfach mit nach Hause nehmen und essen. Bei einem herzlichen Shoppingtrip nach Stettin darf ein Besuch bei Home & You natürlich auch nicht fehlen. Hier im Galeria Arcadia, ein dreistöckiges Shopping Center mit ganz vielen Shops, ganz vielen Leuten, überall vorweihnachtliche Musik, recht schön. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gekauft und werden uns jetzt wieder auf den Weg ins Hotel machen. Das Shopping Center Galeria Cascadia ist definitiv mal größer und schöner als das Galaxy, aber wir können beide empfehlen. Ein tolles Shopping-Wochenende in Stettin neigt sich dem Ende entgegen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr Tipps oder Anmerkungen habt, lasst gerne einen Kommentar da.